Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sack McCracken. Wir, glaube ich, sind jetzt umsonst hierher geflogen, leider. Ich glaube, wir müssen erst nach Mexiko fliegen. Ich gehe mal hier an den Automaten, an den Ticketautomaten und dann schauen wir mal schnell. Kann man eh nur nach Mexiko fliegen? Achso, nee, genau, so geht das. Ah ja, viel mehr Ziele gibt es ja gar nicht. Ja, dann fliegen wir jetzt wirklich mal nach Mexiko. Ne? Macht auch Sinn irgendwie. Ist Mexiko, auch relativ billig. Ich komme. $200. Wie viel haben wir auf unserer Cashcard? Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. 11.000. Ich hätte sogar wirklich die Gebühr zahlen können bei ihm, theoretisch, für einen Antrag. Aber das dauert wahrscheinlich alles ewig, oder? Fliegen wir mal nach Mexiko. Haben die wirklich für jede Location so eine Transition-Szene eingebaut? Nicht schlecht, nicht schlecht. Zudala, ein Mülleimer. Gähnende Leere. Ich trage zwar viel Müll mit mir herum, aber das brauche ich alles noch. Die Start- und Landezeiten der Flugzeuge, geordnet nach Regionen. Es sind noch diverse Maschinen buchbar. Tickets bekommt man am Ticketautomaten. Vorausgesetzt, man hat noch genug Kapital auf der Cashcard. Braunes Lederimitat. Es enthält bestimmt gesundheitsgefährdende Weichmacher. Ich habe einen Klappstuhl daheim. Selbst darauf sitzt man komfortabler. Ziemlich heruntergekommen, das Gebäude. Oh, eine Aloe Vera. Es könnte aber auch eine Ipecacuana sein. Ein stacheliges Gewächs? Das heißt nein. Ich kann es nicht verschieben. Sie ist zu schwer. Ziemlich trostlos. Nicht gerade mein Traumurlaubsland. Ich sollte lieber nicht durch das Fenster aufs Flugfeld springen. Es gibt einfachere Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu erregen. Braunes Lederimitat. Es enthält bestimmt... Okay, kennen wir schon. Das könnte in der Tat die Maschine sein, die mich hergebracht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon alles erledigt habe. Oh, eine kreative Wandmalerei. Bizarr. Sie zeigt eine Nacho-essende Chilischote. Oder es ist ein Tequila-Wurm mit Essbrechsucht. Jetzt kenne ich, was das sein soll. Ich habe mir gedacht, was ist denn das bitte? Ist das wieder irgendeine Referenz, die ich nicht verstehe? Ist das irgend so ein Earthworm-Jim-Klon? Ein Außenposten der Konkurrenz. Ich habe wirklich kein Interesse mehr an diesem Klatschblatt. Genau, das war ja die alte Zeitung, für die er früh gearbeitet hat, der National Investigator. Moment mal, was? Da steht aber was anderes drauf, oder? Oder heißt es, wie heißt unser... ist egal, ich weiß es nicht. Ich stürze das Spiel jetzt ab. Bitte nicht, ey. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe länger nicht mehr gespeichert. Ah! Ist das Spiel gemein? Ist das Spiel gemein zu uns? Na. Das ist schon der Director's Cut, der ganz viel Bugs ausgebessert hat. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass ich, wenn ich ein Spiel partout nicht auf Vollbild krieg, egal was ich mache, habe ich schon immer ein schlechtes Gefühl damit. So, da wären wir also. Ägypten, what? Das Land der Pharaonen und Pyramiden, die Heimat der Sphinx und der schönen Kleopatra. Hoppla, falscher Text. Ich meinte natürlich Mexiko, das Land der Maya und Azteken. Hier lebte ein Volk blutrünstiger, aber doch hochentwickelter Krieger. Ich kann die Mystik, die von diesem geheimnisvollen Ort ausgeht, förmlich spüren. Dort oben auf der Pyramide sind gerade ein paar Priester dabei, ihrem Gott einige Opfer darzureichen. Links unten ist eine Gruppe Krieger, die sich mit Gerstensaft Mut für das nächste Gefecht antrinkt.
Was hat es wohl mit dem Verschwinden der Forscher auf sich? Hat es vielleicht etwas mit meiner Reise im Lagerraum dieses Flugzeugs zu tun? Es wird sicher keine leichte Aufgabe, doch ich muss versuchen, diese Forscher zu finden. Irgendwo müssen sie ja stecken. Es sei denn, sie sind wirklich verschleppt worden. Aber auch dann haben die Kidnapper sicherlich Spuren hinterlassen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das plötzlich wieder weitergeht. Und zwar in dem Moment, als ich auf der... Ich habe draufgeklickt auf das X oben. Ich habe schon geklickt und plötzlich geht's weiter. Als ob das Spiel sagen würde, nein, er will aufhören, schnell, schnell, schnell. Nicht aufhören lassen. Naja, na dann. Cool, dann geht's weiter. Hey, ich kann nicht auf den Kran klicken, kann das sein? Oder muss ich da hingehen? Zur Ausgrabungsstätte gehen, ich verstehe. Meine Güte. Bisschen schneller. Oh oh, weit entfernt. Wie sieht es aus? Hat unser unter Beobachtung stehendes Invidium den Köder geschluckt? Alles läuft nach Plan, mein King. Anscheinend hat er die Spur aufgenommen. Das hört man gerne. Dennoch bin ich besorgt. Ihr erinnert euch noch an die Archäologen, die wir verschwinden ließen? Welche der unzähligen Archäologen, die wir verschwinden ließen, meinen Sie, Lieutenant? Boss, er meint die, die das Artefakt der Scholaria gefunden haben. Diese Maschine. Richtig. Dieses verrostete, nutzlose Ding. Und weiter? Wir sollten schleunigst etwas unternehmen. Sollte McCracken die Archäologen finden, ist das ganze Projekt gefährdet. Mit ihrer Hilfe könnte er uns auf die Schliche kommen. Sie haben recht, Lieutenant. Befindet sich die Drohne immer noch in der Grotte? Jawohl, mein King. Die Hitze setzt ihr zu. Sie hat sich in den Schatten zurückgezogen. Ich bin für Einleiten der grünen Phase. Einverstanden, Boss? Gut, sie soll sich bereithalten. Sobald er sie entdeckt oder ihr zu nahe kommt, soll sie zuschlagen. Behaltet ihn im Auge. Ihr wisst warum. Rock'n'Roll, Mr. McCracken! Rock'n'Roll! Okay. Schauen wir mal, was wir haben. Einen Tentakel! Oh oh, das sieht nicht gut aus. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wäre ich Archäologe, könnte ich sicherlich mehr damit anfangen, aber so interessieren mich diese Zeichnungen nicht weiter. Wie soll ich das bitte anstellen? Vielleicht ist ja eine Geheimtür dahinter. Aber Moment! Tollpatschiger Reporter zerstört ja 1000 alte Zeichnungen im irrsinnigen Glauben, eine Geheimtür zu finden. Das will ich mir lieber ersparen. Die sehen sehr interessant aus. Vielleicht sollte ich welche mitnehmen. Wirklich? Nur ein kleiner Knochen, der wird wohl nicht viel bringen. Ein Menschenknochen. Ein kleiner Knochen? Sieht alt aus. Er sieht nicht so aus wie die Knochen, die ich sonst beim Graben im Garten finde. Ob er von einem Alien stammt? Du findest beim Graben im Garten Menschenknochen. Ich meine, gut, es sind die USA, ne? Wer weiß. Den ganzen Knochenhaufen? Ich will mich nicht überanstrengen. Sieht mir sehr nach provisorischen Vorrichtungen aus. Aber wenn man den Klischees glaubt, dann befinden sich die Leichen in den USA eher irgendwo in den Südstaaten-Sümpfen oder den weiten Wüstensteppen. Zu wackelig und unbequem. Auf einen Leistenbruch habe ich im Moment keine Lust. Sehr gut. Mit einem kleinen Schubser sollte das Brecheisen herunterfallen. Na, gut, dass ich immer alles mache. Da gibt es nichts zu sehen. Schau, Brecheisen, das ist immer gut. Sieht mir sehr nach provisorischen Vorrichtungen aus. Zu wackelig und unbequem. Auf einen Leistenbruch habe ich im Moment keine Lust. Auf einen Leistenbruch... Aha, das geht nicht so einfach. Ne, dann gehe ich mal zum Sandhaufen. Das ist leider nur Sand und kein Goldstaub. Ich bin ein bisschen zu alt, um noch mit Sand zu spielen, aber als kleiner Junge hat das Spaß gemacht.
Sandkörner sammeln gehört nicht zu meinen Hobbys. Aber was, wenn du attackiert wirst, wenn Angreifer kommen? Dann ist es immer gut, eine Tasche Sand, eine Handvoll Sand in der Tasche zu haben. Weil dann kann man unauffällig in seine Tasche greifen und dann den Angreifer blenden und fliehen. Oder attackieren. Was gerade dir mehr beliebt. Ich bin ein bisschen zu alt, um noch mit Sand zu spielen. Naja, wenn dich die Aliens attackieren, würdest du mir danken. Oder so. Frische Wäsche. Keine Ahnung, wo sie die gewaschen haben. Und zu gerne wüsste ich, woher der BH kommt. Wie jetzt? Wieso soll hier kein BH hängen? Abgelehnt. Verstehe ich nicht. Davon passt mir nichts. Ich vermute mal, dass mithilfe dieses nützlichen Instruments die Knochen im Sand gefunden werden konnten. Ich brauche nicht nach weiteren Knochen zu suchen. Der Knochenhaufen ist schon recht beeindruckend. Außerdem dauert sowas Tage und Wochen. Ist zu groß, um es als Kaffeesieb zu gebrauchen. Tja, professionelle Grabungsarbeiten sind nur mit dem passenden, professionellen Equipment möglich. Tja. Ich wüsste nicht, wonach ich graben sollte. Oh, ein süßes Plastikschäufelchen. Im Kindergarten habe ich damit immer im Sandkasten gespielt. Damals, mit meinem Bruder. Hä? Das verstehe ich nicht. Was war denn jetzt das gerade für ein Dialog? Soll das ein Scherz gewesen sein? Hatte der mal, ist sein Bruder irgendwie verstorben oder so? Ist das der Witz jetzt? Oder wie? Da sind außer Sandkörnern keine archäologischen Funde drin zu finden. Keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Ich will den Forschern nicht ihre Werkzeuge klauen. Außer natürlich die Brechstange und die Schaufel. Keine Ahnung, was ich damit... Die klauen wir ihnen schon. Ich werfe mal einen Stein hinunter, bin gespannt, wie tief es ist. Oh-oh. Das sieht nicht gut aus. Ach, komm schon, Spiel. Komm schon. Muss ich erst wieder auf das X drücken? Oder wie? Aufwachen! Ach, komm schon. Ich kann das, glaube ich, leider auch... Ah doch, ich kann es überspringen. Seit mehreren Minuten tut sich nichts mehr. Vielleicht ist dieses Monster wieder in seine Höhle zurückgekrochen. Ich werde mal nachsehen. Okay, scheinbar ist eine Höhle, eine Monsterpflanze. Oh, sie scheint eingegangen zu sein. Kein Wunder, es ist irrsinnig heiß hier. Was für ein Monstrum. So etwas habe ich noch nie gesehen. Okay, anscheinend ist eine Monster-Tentakelpflanze aus diesem Loch gekommen, nachdem wir den Stein reingeworfen haben. Hätte ich jetzt gern gesehen, aber gut. Da scheint etwas drin eingesperrt zu sein. Ach so, ich dachte, der schläft, aber vielleicht ist da jemand drin. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was du von mir willst. Ich muss erst mal herausfinden, was sich im Pflanzenkopf befindet. Die Pflanze mag eingegangen sein, aber der Kopf lässt sich nicht so einfach öffnen. So einen wollte ich immer als Kind fahren. Es öffnet sich. Ha! Ein weiterer Sieg der Menschheit über die Kräfte der Natur, ausgeführt von meiner mächtigen Hand. Wenige Minuten später. Vielen Dank. Sie haben uns gerettet. Keine Ursache, meine Herren. Ich vermute mal, dass Sie die Forscher sind, die hier gearbeitet haben. Richtig. Ich bin Dr. Stefan Lundgren und bei meinem Kollegen... Handelt es sich um Professor Juri Gabowski. Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Mein Name ist Zack McCracken. Vielleicht können Sie mir als Gegenleistung ja auch einen Gefallen tun. Ja, aber natürlich, Mr. McCracken, sofern es unsere momentane Lage zulässt. Also, es reicht schon, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten könnten. Wie kam es, dass Sie im Kopf der Pflanze gelandet sind?
Nun ja, Dr. Lundgren und ich hatten gerade diese interessanten Knochen entdeckt. Da kam dieser Pflanzenkopf wie aus dem Nichts. Und dann war plötzlich alles dunkel um uns herum. Glücklicherweise konnten sie uns befreien. Ich weiß nicht, wie lange wir es da noch ausgehalten hätten. Wir hatten keinesfalls damit gerechnet, dass unsere archäologische Expedition solche abenteuerliche Ausmaße annehmen würde. Was sind dies für merkwürdige Knochen? Wir haben diese Knochen noch nicht genauer untersucht. Auf Knochen dieser Art sind wir bei unseren bisherigen Forschungen noch nicht gestoßen. Stammen die Knochen von einem Opfer der Azteken? Es ist zwar nicht ganz auszuschließen, aber ich denke nicht. Können Sie irgendetwas über dieses Pflanzenwachstum sagen? Leider nicht, aber ich hatte mal einen Kollegen, Dr. Levy. Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Pflanzenkunde. Es wäre sicherlich ratsam, ihn aufzusuchen. Wo finde ich ihn? Soweit ich weiß, wohnt er derzeit in Paris. Die Adresse weiß ich leider nicht. Aber da er ein Liebhaber von Fischgerichten ist, stehen die Chancen recht gut, ihn in einem Pariser Fischrestaurant zu treffen. Ihn sollten Sie fragen. Er kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. In einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, dass 3 Forscher verschollen sind. Haben Sie noch einen Kollegen? Nun ja, wir wissen nicht genau, wo er momentan ist. Sein Name ist Dr. Sanchez. Angeblich ein Forscher aus dieser Gegend. Ein mysteriöser Geselle. Er stand uns die meiste Zeit eher im Weg, anstatt uns konstruktiv bei den Grabungen zu helfen. Es schien fast, als ob er uns auszuspionieren versuchte. Nur wenige Stunden, bevor wir von der Pflanze verschlungen wurden, verschwand er einfach vom Grabungsareal. Wie werden Sie Ihre Forschungen fortführen? Wir müssen das noch beraten. Wahrscheinlich werden wir zunächst einige Lebensversicherungen abschließen. Ich denke, ich lasse Sie jetzt mit Ihren interessanten Forschungen allein. Auf bald. Nochmals danke für Ihre Hilfe und passen Sie gut auf sich auf. Wirklich weitergeholfen haben mir die Aussagen der Archäologen eigentlich nicht. Aber wenn ich hier fertig bin, sollte ich diesem Dr. Levy mal einen Besuch abstatten. Und zwar einen Besuch, der sich gewaschen hat. In Paris soll der sein, oder? Okay. Ich bin ein bisschen zu alt, um... Halt die Klappe. Ich bin ein bisschen zu... Na gut. So, können wir noch was machen? Schauen wir uns nochmal die Pflanze an, oder? Hier wurde ein tiefes Loch ausgehoben. Ich sollte nicht zu nahe herangehen. Ach so. Hier haben die verschollenen Forscher also ihr Quartier aufgestellt. Es ist niemand da. Es ist niemand da. Es ist niemand da. Ich glaube, es ist niemand da. Gehen wir noch einmal, um die Maschine. Diese verstellbaren Sessel sind sehr gemütlich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich will mich nicht reinsetzen. Der Sessel. Ich habe ihn etwas verstellt. Da ist doch was, oder? Ist es nicht was auf der Rückseite? Irgendwie nicht. Komisch, oder? So einen wollte ich immer als Kind fahren. Als ich es dann gemacht habe, gab es 3 Monate Stubenarrest. Den nehme ich nicht mit auf Reisen. Auf keinen Fall! Ich muss heute noch an das brennende Krankenhaus und die wütenden Polizisten denken. Nie wieder rühre ich einen Bagger an. Sieht aus wie eine Art Jalousie. Leider abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich bin gespannt, ob das klappt. Yep, es hat sich geöffnet. Ein Erste-Hilfe-Set. Mehr als sinnvoll bei Grabungen im mexikanischen Urwald.
Rolle Tesafilm. Tesafilm ist immer nützlich. Das wusste schon MacGyver. Das stimmt. Aber ist das nicht technisch gesehen Schleichwerbung, wenn der Tesafilm heißt? Müsste das nicht? Aber ich meine, es ist, ne, ist so in den Alltagsgebrauch übergegangen. Aber sollte man nicht Klebeband oder so sagen in so einem... Weiß ich nicht. Das sollte helfen. Okay, Kassette repariert. Klebeband aus Inventar verschwunden. Das war das Rätsel zur Lösung. Aber den Walkman oder sowas habe ich noch nicht, oder? Nö. Dann gehen wir mal in die Höhle. Warte, Zack, warte. Stopp. Speichern. F5. Speichern. Diesmal mache ich es auch wirklich so, wie es mir der Guide empfohlen hat. Ich habe beim ersten Teil dazu gelernt, jeder Savegame ein neuer Slot. Jedes Savegame ein neuer Slot. Nichts wird überschrieben. Na gut, aber das hätte mir beim letzten Mal auch nicht viel gebracht, weil das in der Höhle, als ich da die Karte verbrannt habe, war so am Anfang. War ja auch wurscht gewesen. Na gut, danke fürs Zusehen, Leute. Für heute ist Schluss. Ich gebe euch zum Abschied einen Kuss. Mua! Weiß ich, reimt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.